Jetzt sind wir beim Rückhand Topspin am Tisch. Wir sehen auch hier wieder ganz tiefe Beinstellung. Linker Fuß ist beim Rechtshänder wieder ein Tick weiter vorne. Hier ganz wichtig, Ellenbogen ist oben, rechte Schulter ist ein bisschen nach vorne gedreht. Wir sehen beim Dominik sehr schön, die rechte Schulter dreht sich ein bisschen ein, linke Hüfte geht ein Ticken nach hinten, um dann ganz kleine Schwungbewegungen zur Seite auch reinzubringen. Unterarm macht die Beschleunigung, den Ball versuchen wir am höchsten Punkt zu treffen, streifen den Ball, gehen mit dem Handgelenk drüber, auch hier wieder, der Schläger zeigt nach dem Schlag in die Richtung, wo der Ball hin soll. Schaut nochmal genau hin, schön aus den Beinen raus beschleunigen, Schulter nach vorne, Ellenbogen nach vorne, Ball streifen, höchster Punkt.